Guten Morgen, Deutschland. Was für Bilder aus der Ukraine. Leute, 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 Leute. Was wir da sehen. Annalena im Vollschutz, im Krisengebiet. Irre. Also wirklich in Szene gesetzt. Ein Träumchen, liebe Leute. Ein echtes Träumchen im roten Mantel mit weißer FFP2. Aber hey, getarnten Helm und getarnte Weste. Sieht garantiert jeder auf 200 Meter Entfernung. Wunderbar. Ein echtes Träumchen soll euch suggerieren, die Frau geht in die Vollen. Aber sowas von. Klar, der geneigte Zuschauer, der früher mal eine Uniform anhatte, der hat wahrscheinlich genauso geschmunzelt wie ich. Herrlich, liebe Leute. Aber mal zum Guten des heutigen Morgens. Wir sehen, dass mehr und mehr Bundesländer den Einzelhandel wieder freigeben. Aber auf welche Art und Weise geben sie den Einzelhandel frei? Das ist auch ein Träumchen, liebe Leute. Ja? Also 2G Plus und 2G verschwindet jetzt mehr und mehr aus den einzelnen Bundesländern. Sogar in Baden-Württemberg. Ja, sag mal, Kretschmann, was ist denn mit dir los? Das ist ja irre, ja? Und auch in NRW und auch in anderen Bundesländern. Toll, super, ja? Wirklich toll. Also man darf jetzt wieder in den Einzelhandel in den Bundesländern, aber natürlich nur mit FFP2. Ja? Also, weil wir haben ja 2 Jahre in den Supermärkten OP-Masken getragen, nicht wahr? Und weil man jetzt also 2G Plus und 2G aufhebt, weil man merkt, dass der Einzelhandel mittlerweile am Exodus ist, so will ich es mal ausdrücken. Ja. Wir sind ja im Grunde genommen alle schon fast durch hier in Deutschland mit unserer Einzelhandelswirtschaft, so will ich es mal ausdrücken, muss man jetzt sein Gesicht wahren. Ist doch klar. Ja. Politiker müssen ja ihr Gesicht wahren. Ja. Sie müssen ja aus der Nummer irgendwie rauskommen. Ja. Und dann muss man ja beide Seiten beglücken. Ja. Also erstmal die beglücken, die kritisch sind. Ja. Und dann doch ein bisschen mehr sind als eine Minderheit. Und man muss natürlich auch die beglücken, die immer noch glauben. Ist doch logisch, ja? Also muss man sein Gesicht wahren. Wie wahrt man jetzt bei der Nummer sein Gesicht? Naja, ganz einfach. Man lässt diese Beschlüsse fallen. Alle freuen sich. Und dann sagt man, ja, aber dafür brauchen wir jetzt im Einzelhandel die FFP2. Wo am 4.2. eingestellt auf meinem Telegram-Kanal, gleich, liebe Leute, schon die Europäische Gesundheitsbehörde gesagt hat, na, ob das so Sinn macht mit der FFP2, ist die zweite Frage. Ja, genau. Also, wir führen jetzt also FFP2 im Einzelhandel ein, weil nach 2 Jahren die OP-Masken nicht mehr ausreichen. Ja, nee, ist klar. Super Nachrichten. Und wieder ein Grund, diesen Irrsinn zu begreifen. Und wieder ein Grund, jeden Tag weiter spazieren zu gehen, seinen Schlüssel zu suchen, die Unschuld zu suchen und weiterzumachen. Bleibt dran, Leute!